So, Folgendes, wieso habe ich einen Wasserfilter dabei? Normalerweise könnte man ja sagen, du hast ja auch einen Topf, in dem du Wasser abkochen kannst. Da brauchst du ja nicht noch zusätzlichen Wasserfilter mitschleppen. Sprich, die Ausrüstung ist nicht minimal genug. Man könnte sie minimaler halten. Liegt jetzt daran, dass ich einen Wasserfilter gerne und auch wirklich notwendigerweise dabei habe, weil wir ja so viel Regen in letzter Zeit hatten. Kurzer Schnitt, Leute. Ja, wir also in letzter Zeit so viel Regen hatten, dass alle möglichen Stoffe, die normalerweise nicht im Bach sind, jetzt halt gerade eben schon im Bach sind. Und da kann man wirklich viel machen mit Abkochen. Aber gerade eben so Sachen, die normalerweise im Boden eingelagert sind, könnten jetzt durch das durch den vielen Regen wirklich gerade im Wasser unterwegs sein. Denken wir jetzt mal kurz an Schwermetalle und so ein Kram. Unter solchen Situationen, wie wir sie gerade haben, ist das schon möglich, dass da welche im Wasser sind. Und ja, da hilft zwar ein Wasserfilter auch nicht besser als Abkochen, aber irgendwie fühle ich mich doch wohler, wenn ich noch zusätzlich eben einen Filter habe, der mir noch die Partikel, Schwebstoffe, an denen ja was weiß ich was dranhängen kann, eben rausholt aus dem Wasser. Deshalb, eigentlich müsste es nicht zwingend sein. Unter normalen Bedingungen könnte man das Wasser, was hier fließt, wahrscheinlich auch ganz gänzlich so trinken. Das würde ich jetzt zwar auch nicht unbedingt riskieren, aber ja, das nun mal so als Hintergrund. Aha, diesmal habe ich was Essbares gefunden, was auch schmeckt. Hier haben wir den guten Waldmeister, also dieses Zeug hier. Allerdings direkt am Wegesrand, wo alles mögliche Viehzeug vorbeiläuft, esse ich den natürlich nicht. Ist aber auf jeden Fall schon mal gut zu wissen, dass wir hier einen Buchenwald mit Waldmeister haben. Dann werden wir nämlich noch mehr Waldmeister finden. Der ist nämlich nicht selten. Und dazu ist es dann nur notwendig, den Weg zu verlassen, auf in den Wald. In der Hoffnung, dass ich vielleicht auch noch irgendwas zum Feuer machen finde. Sprich Zunder. Zundertechnisch habe ich jetzt überhaupt nichts dabei, was irgendwie ja in der Ausrüstung drin wäre. Ich habe bloß einen Firestyle und ein suboptimales Messer, um den anzureißen. Das geht ganz schlecht mit diesem Bundeswehr-Ding, weil das halt eben keine scharfen Kanten hat, mit denen man da großartig einen Firestyle bedienen kann. Firestyle! Mein Englisch ist wieder very good. So, hier haben wir jetzt ein bisschen viel Unterholz. Da werde ich keinen Waldmeister finden. Und da stehen auf einer umzäunten Weide Birken. Auf einer umzäunten Weide. Ist natürlich nicht optimal. Also ich würde gern vermeidbare illegale Aktivitäten durchzuführen. Deshalb möchte ich auch gerne auf das Übersteigen von Zäunen verzichten. Aha, Tanne. Tanne ist gut, kann man Tee draus machen. Fichte. Fichte ist auch gut, kann man Tee draus machen. Soll ich gleich mitnehmen? Ach was, finde ich bestimmt noch mehr von. Normalerweise, was man hat, hat man. Sollte man gleich alles mitnehmen. Aber wenn es sich um eine Fichte im deutschen Wald handelt, ich denke, da kann man mal ein Auge zudrücken und davon ausgehen, dass man davon noch mehr findet. Gut. Aha. Ja, das war zu erwarten, dass dieser Trampelpfad hier zu sowas führt. Aha. Hier. Schaut mal da. Ich glaube, wenn ich jetzt einen Grabstock hätte, könnte ich mir das Ding mal ausbuddeln. Weil wenn mich nicht alles täuscht, war das was mit nahrhafter Wurzel. Ja, auch der Herr Forstwissenschaftler ist sich da allerdings nicht ganz sicher. Müsste ich jetzt ausprobieren, aber habe jetzt keinen Grabestock. Müsste mir also erst einen Grabestock suchen und merke mir mal, wo dieses Ding hier steht. Im Fall, dass ich nichts Besseres finde. Ich bin ohnehin noch relativ früh dran am Tage. Na, hallo. Und kann es mir leisten, noch ein bisschen Zeit mit Erkunden zu vertrödeln. Okay, hier haben wir also
schon mal was halbwegs potenziell eventuell Essbares. Dann drehe ich auch wieder um. Es ist generell keine gute Idee, sich jetzt wahnsinnig wie ein Verrückter durchs Unterholz zu schlagen. Da kann man sich wunderbar bei wehtun, da kann man sich wunderbar Zecken bei holen und so weiter und so fort. Und einen vernünftigen Grund gibt es dafür eigentlich nicht, es sei denn, man ist irgendwie auf der Flucht oder solche Späße. Da uns unsere Frau, Freundin, Geliebte allerdings nicht in den Wald folgt, sind wir auch nicht auf der Flucht. Das heißt, ich mache auch nicht so einen Schwachsinn. Man sollte generell immer das Verletzungsrisiko so gering wie möglich halten. Deshalb macht es auch meiner Meinung nach kaum Sinn, wenn man jetzt anfängt, sich irgendwo abzuseilen zu Trainingszwecken. Weil ich auch in einer realen Survival-Situation das einfach vermeiden würde. Das Verletzungsrisiko ist einfach viel zu groß und man kann um jede verdammte Klippe drumherum laufen. Zeit hat man in der Regel genügend. Es gibt also keinerlei nachvollziehbaren Grund, weshalb man sich überhaupt abseilen können muss. Außer man will aus irgendeinem Haus raus, in dem es keinen zweiten Ausgang gibt und man vom Balkon sich runterlassen muss und solche Späße. Aber das ist mehr was für Urban-Survival-Geschichten und weniger für im Walde. So, ja, hier ist noch mehr von diesem Ampferzeug. Also nee, das schmeckt echt nicht. Ein Brennnessel haben wir hier auch. Oh, die hat ja schon Samen. Hey, cool. Die sind aber noch nicht lange dran. Jetzt wären Handschuhe gut. Habe ich natürlich nicht dabei. Da könnt ihr mal wieder sehen, wie ich rumstümpere, weil ich Angst vor Brennnesseln habe. Nein! Puh, geschafft. Ja, die Ausbeute ist gar gewaltig. Nam, nam, nam. Ja, also Brennnesselsamen sind jetzt definitiv was Essbares, was ich hier gefunden habe. Na, so wirklich reif sind die auch noch nicht. Aha. Also mit beiden Händen wäre es natürlich einfacher. Ich mache mal Schnitt und sammel. Okay, ich habe jetzt hier so ungefähr 5 Minuten rumgefuttert und habe jetzt mal so ein paar von diesen, ja, Ähren in Anführungszeichen, wo die Brennnesselsamen dranhängen, in der Hand so ein bisschen verrieben. Das ist alles nicht so einfach, wenn man die Kamera halten muss. Und dann kriegt man hier die losen Samen. Und die persönlich finde ich jetzt so in dieser losen Form nochmal erheblich leckerer, als wenn man die ganzen Stängel dann noch mit isst. Die schmecken nämlich, ja, ich bin da halt, was sowas angeht, irgendwie ein bisschen Genussmensch, ne? Dosenravioli essen und Genussmensch sein, es passt zwar nicht gut zusammen, ist aber trotzdem so. Und gut sind jetzt halt eben, wenn man die Samen jetzt pur hat. Das ist richtig lecker. Also dieses Spaghetti-Zeug hier, das esse ich nicht so gerne mit, wenn es nicht unbedingt sein muss. Natürlich ist es effizienter, wenn man einfach die Ähren gleich abruft und alles auf einmal futtert. Aber die Nährstoffe stecken nur hier in den kleinen Bobbeln, nicht in den Ähren. Und wer so wie ich zusätzlichen Proviant dabei hat und eigentlich nur zum Zeigen und zum sich selbst beweisen, man hat was zu essen gefunden, Zeug aus der Natur sammelt, dann darf man das auch so machen. So. Also wie gesagt, so richtig gut. Das schmeckt dann selbst mir, der ich kein großer Fan von Grünzeug bin. Aber das zählt jetzt definitiv als erste essbare Pflanze. Ganz eindeutig. Brennnesselsamen sind auch vom Kaloriengehalt her durchaus was, wo man, ja, wenn man 2 Stunden sammelt oder was, auch ein vollwertiges Abendessen zusammen hat. Also wirklich von den Kalorien her kommt man da ganz gut durch. Da kann man jetzt froh sein, kann ich jetzt froh sein, dass der Sommer schon etwas fortgeschritten ist, sonst wären halt eben die Brennnesselsamen noch nicht da. So der Übergang zwischen Frühling und Sommer, da ist es dann schwierig. Da blüht noch nichts, es gibt keine Samen, es gibt keine Blüten, die enthalten ja auch, weil Nektar drin ist, ein ganz paar Kalorien. Und das wäre jetzt schwierig, so gesehen. Wobei man im Frühjahr dann unter Umständen noch irgendwelche Speicherknollen aus dem Winter ausbuddeln kann. Zum Beispiel bei Bärlauch, wenn der noch jung ist, buddel die ganze Pflanze aus, dann kannst du die kleine Knolle, die unten dran ist, wunderbar essen. Und die enthält dann auch
entsprechend ein wenig Nährstoffe. So, ich mache mal hier mein Teleskopchen etwas länger. Dann seht ihr noch ein bisschen mehr vom Wald. Ja, nicht, wenn ich von schräg oben, ja, egal. Aber durch die vielen Regenfälle jetzt in letzter Zeit, Wasser finden ist nun wirklich nicht schwierig. Gerade mit einem Wasserfilter auch sowas hier wie diese Pfütze. Das wäre jetzt schon eine potenzielle Wasserquelle. Das kann man mit dem Sawyer ja aussaufen. Also hat man einen Wasserfilter in der Ausrüstung, ist Wasserfinden fast schon zu einfach. So, jetzt aber. Ja, sorry, dass ich immer so blöd mit der Kamera rumspiele. Ich muss hier nebenher noch Zeug suchen. Eine Birke wäre... Eine Birke. Aha. Quack, 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 quack. Ding! Da ist sie. Ja, schauen wir mal, ob wir da was finden. Ja, also ihr seht, diese Birke ist denkbar ungeeignet. Die ist schon ziemlich knochig und hat nur relativ wenig weiße Rinde und wenn, dann relativ weit oben. Ich gucke mal, dass ich ein bisschen was, wenigstens ein bisschen was, so nach dem Motto, was man hat, das hat man. Und hier Vorsicht mit den Dornen. Wenigstens geringfügige Mengen an Birkenrinde da mal runterkriege. Bei einer lebenden, noch stehenden Birke hantiere ich für gewöhnlich gar nicht mit dem Messer, weil ich dem Baum wirklich in keiner Weise schaden möchte. Meistens haben sie irgendwo Stellen, wo man dann trotzdem bisschen Rinde abbekommt. Bisschen Rinde, wie gesagt. Aber jetzt gucken wir mal, dass ich ein bisschen was, wenigstens ein kleines bisschen was zusammensammle. Das kann jetzt durchaus eine Weile dauern. Ja, hier ist wieder ein kleiner Fetzen. Aber gerade diese feinen Fetzen, das ist ja das, was sich wirklich super leicht entzünden lässt. Und darauf kommt es mir jetzt eigentlich an. Im Zweifel ist das besser, als wenn ich irgendwo eine tote Birke komplett abziehen kann. Bin ich mit so ein paar Putzelfetzen hier echt besser dran. Aber davon sammle ich jetzt noch ein bisschen, was geht. Und dafür brauche ich beide Hände. So. Also, da habe ich jetzt ein bisschen was gefunden, würde unter Optimalbedingungen vielleicht für ein Feuer reichen. Ja, also nicht nur vielleicht, unter Optimalbedingungen schon. Aber wir haben leider keine Optimalbedingungen. Hat ja sehr viel geregnet in letzter Zeit und deswegen brauche ich auf jeden Fall mehr Zunder. Wenn man viel Regen hatte und grundsätzlich nur mit nassem Holz arbeiten kann, also ich werde kein wirklich richtig trockenes Holz finden, das kann ich mir, glaube ich, abschminken, dann braucht man wenigstens viel Zunder. Schön wäre jetzt natürlich noch ein Nadelwäldchen mit etwas Harz. Aber jetzt noch mal kurz generell, da ich gerade ein bisschen Zeit habe, zum Sammeln von Birkenrinde. Sei noch zu erwähnen, wenn ihr das wirklich grundsätzlich nur per Hand macht vom lebenden Baum, dann besteht eigentlich überhaupt keine Chance, dass man die Rinde so tief abreißt, dass man den Baum schädigt. Sobald man mit dem Messer rangeht, schädigt man den Baum mit ziemlicher Sicherheit. Und das finde ich nicht vertretbar. Es sei denn, man befindet sich wirklich in einem Survival-Szenario oder irgendeiner Notsituation oder sonst was. Und das ist ja nicht der Fall. Selbst nicht, wenn mich meine Frau, Freundin, Geliebte wirklich rausgeschmissen hätte. So. Ich meine, ich gehe hier auch freiwillig. Und hier haben wir schon wieder Wasser. Sieht man nicht, ich stehe davor. Nee, jetzt kann man es sehen. Ja, also an Wasser fehlt es halt echt nicht und ich gehe schwer davon aus, dass einige dieser Bachbette, das Ding jetzt vielleicht nicht unbedingt, unter normalen Bedingungen, sprich, wenn es nicht dauernd regnen würde und jeden Tag Gewitter wäre, auch nicht unbedingt immer Wasser führen würden. Oh Glück, oh die Götter des Survivals sind mir hold. Guck mal, was ich hier gefunden habe. Und das ist jetzt wirklich reiner Dusel. Da hat es irgendwas zerlegt. Schauen wir uns das mal genauer an. Ha, das ist ja super. Also das nehme ich auf jeden Fall mal mit. Brennen wird das übrigens nicht, wenn jetzt irgendeiner denkt, oh Zunder. Das sind irgendwelche Haare von irgendwas.
Aha, da gibt es nähere Indizien, um was es sich handelt. Vielleicht kein Nickel. Oder Hund. Dass aus irgendwelchen Gründen ein Hund hier einen Haufen Haare verloren hat. Ehrlich gesagt weiß ich jetzt nicht so genau, was ich damit genau vorhabe. Da liegt noch ein Stapel, der ist aber mit Schnecke. Und da ich Schnecken nicht so mag. Oh, ich glaube, da saß auch gerade eine Zecke dran. Ja. Yep. Na, ah, nee, doch nicht. Das ist irgendein anderer Dreck. Ja, aber das nehme ich auf jeden Fall, diese Portion mal mit. Auch wenn mir, wie gesagt, noch nicht ganz klar ist, was ich damit mache. Aber gut, brennen tun Haare nicht. Wer das denkt, der ist auf dem Holzweg. Aha! Seht ihr in der Bildmitte? Das müsste irgendein Baumpilz sein. Gucken wir uns das mal an. Aha, ja, mit eindeutiger Sicherheit ist das sowas. Vielleicht kann man damit was anfangen. Ja, also ich bin ja kein großer Pilzexperte, aber das muss ich auch nicht sein. Generell gilt, wenn man sich nicht absolut hundertprozentig sicher ist, ob ein Pilz verwertbar ist, dann ist er es nicht. Und wenn der Pilz eine Farbe hat, die nicht besonders einladend aussieht, dann ist er es generell in der Regel sowieso nicht. Es gibt wenig Pilze, die unappetitlich aussehen, die dann trotzdem appetitlich sind. Das Teil ist also für mich zunächst zu gebrauchen und außerdem hat es da viele Schnecken. Das ist kein gutes Zeichen. Das kann kein gutes Zeichen sein.